Jo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und ja, neuer Vlog. Es ist mal wieder Mittwoch und ich muss sagen, heute ein trauriges Thema und zwar der beste, wirklich der beste DayZ-Mod, der verabschiedet sich oder hat sich schon verabschiedet. Origins, wie die meisten von euch schon mitbekommen haben, ist das Ende mit Origins. Die Entwickler haben gesagt, die machen es nicht mehr weiter. Ich glaube, die machen jetzt Standalone oder Arma 3 DayZ oder irgendwas machen die weiter. Auf jeden Fall haben die keinen Bock mehr auf Origins mehr. Und jetzt sind die hingegangen und haben gesagt, wir nehmen alle Server offline. Die Server, die werden jetzt nur noch so lange laufen, solange die bezahlt sind und danach ist Ende, Schicht. Dann gibt es kein Origins mehr. Finde ich eigentlich sehr asozial von denen, dass die wenigstens die Mod-File oder die Server-Files nicht abgeben, sodass jemand anders das hosten kann. Deswegen, zumindest sehr asozial zur Community gegenüber. Ich kann es auch zum Teil verstehen, die haben sich alle selber da aufgebaut. Die sagen so, nee, das bleibt so in Erinnerung, wie es ist. Aber für die Community, also für uns Spieler, finde ich das asozial. Aber kann man leider nichts dran machen. Das bedeutet, wir haben auch demnächst keine Origins-Videos mehr. Ich werde gleich noch was aufnehmen mit Perry zusammen und Luca, wahrscheinlich, wenn alles soweit klappt. Wir haben Vorschläge bekommen, Overpoch. So eine Mischung aus Overpoch, ja, Epoch und Overwatch. Soll gut sein. Werden wir, oder werde ich zumindest antesten, ich glaube, die anderen zocken das in der Zeit schon. Sonst, ja, ist wirklich schade. Ich hatte Origins die geilste Zeit. Ich habe so viel erlebt. Damals Sektor B, boah, was wir da erlebt haben, ey. Boah, einfach nur genial. Eine Schweigeminute für Origins. Naja, was soll man weiter sagen? Wenn die Entwickler es nicht machen möchten, kann man die nicht dazu zwingen. Aber ich habe aus Quellen erfahren, dass jetzt Epoch kurz vor dem Beta- oder Alpha-Release für Arma 3 DayZ bereitsteht. Oder allgemein für Arma 3, dass er jetzt die nächsten Wochen Epoch kommen soll. Und das soll ganz gut sein. Ich habe nebenbei wieder so ein geiles grünes T-Shirt an, meine Lieblingsfarbe. Und ja, was gibt's sonst zu erzählen? Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Das mit Origins trifft uns am meisten. Deswegen, Leute, heute kurz und knackig. Ich gehe weiter aufnehmen. Wir sehen, Altes Live ist heute rausgekommen. Schaut vorbei. Ich hoffe, ihr müsst euch vorstellen, bei Altes Live, ne, ich spiele das zum ersten Mal. Und ihr wisst selber, vielleicht, wer selber von euch Altes Live spielt, es sind extrem viele Sachen zu beachten, so was man machen darf, was man nicht machen darf. Deswegen flamet nicht zu arg. Ihr wisst, dass ich Noob bin in dem Spiel. Ich muss das Ganze erstmal lernen. Deswegen, ne? Nachsicht mit mir. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einem neuen Video. Freitag, Daisy, Overpoch wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn uns gefällt. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, was wir spielen. Vielleicht normales Epo, aber normales Epo habe ich auch keine Lust. Ich wollte ja TimSie anspielen, aber TimSie Server sind leer. Langweilig. Deswegen, Leute, bis morgen.